Trump lügt und die Fed als Risiko. Das ist der Titel des heutigen Ausblicks auf die Märkte, meine Damen und Herren. Und damit allerherzlichst willkommen. Fangen wir mal mit Trump an. Warum lügt er? Das ist die große Frage, denn jetzt ist rausgekommen, dass es bei dem iranischen Gegenschlag nach der Tötung von General Soleimani doch sehr wohl Verletzte gegeben hat, nämlich 11 Stück, wie jetzt neue Berichte zeigen. Und diese Verletzten, die sind dann ausgeflogen worden nach Kuwait und nach Landstuhl in Deutschland, überwiegend wegen Gehirnerschütterung, möglicherweise eben durch die Raketeneinschläge. Und erinnern wir uns, damals hatte Trump persönlich ja gesagt, nein, überhaupt niemand verletzt, weder Amerikaner noch irgendwelche Verbündeten. Wir hatten damals die offizielle Erklärung des US-Militärs, no casualties, no friendly casualties, also keine Verbündeten verletzt, whether they are US Coalition, Contractor etc., also weder offizielle US-Truppen noch irgendwelche private Soldaten, die es ja auch nicht gerade unzahlreich im Irak gibt. Also jetzt zeigt sich, all das war falsch. Warum hat man das verschwiegen? Das wird die Frage sein, die vielleicht heute eine Rolle an den Aktienmärkten spielt, die für Trump eine Rolle spielen dürfte, denn der muss sich dann irgendwie rechtfertigen. Es ist ja so, dass man sozusagen das Ganze wunderbar runtergekocht hat und jetzt eben doch wohl eingestehen musste, dass dieser Gegenschlag zwar nicht wie vom Iran behauptet 80 Tote hatte, aber immerhin amerikanische Verletzte, und das ist natürlich etwas, was in den USA sehr beachtet wird. Bevor wir zu Fed kommen, schauen wir uns mal ein paar Daten an aus China, die heute Nacht reingekommen sind. Wir hatten das BIP jetzt viertes Quartal erwartungsgemäß bei 6,0%, insgesamt das BIP jetzt für das Gesamtjahr 2019 bei 6,1%, etwa in der Erwartung, aber es ist gleichwohl eben der niedrigste Stand seit den 29 Jahren. Wir sehen, dass hier das BIP-Wachstum nach unten geht. Klar, ist natürlich schwer, jedes Mal im Wachstum noch weiter nach oben zu kommen, je höher man gestiegen ist. Wir haben heute auch bessere als erwartet rausgekommene Daten zur Industrieproduktion in China, bessere Einzelhandelsumsätze, gleichwohl Chinas Aktienmärkte wenig verändert, der Nikkei etwa 0,4% im Plus. Nicht so viel, wenn wir bedenken, dass gestern ja wieder mal ein Short Squeeze stattgefunden hat. Die US-Indizes mit neuen Allzeithochs. Wir sehen hier, dass vor allem Most Shorted Stocks, also die Aktien, die stark geschortet wurden, dass die am deutlichsten gestiegen sind. Wir haben jetzt neue Situationen an den Märkten, dass nämlich hier wir einen dritten Billionen-Stock haben, wie die Amerikaner sagen. Nämlich Google ist jetzt, oder Alphabet ist jetzt auch 1 Billion Dollar an Marktkapitalisierung. Apple 1,38 Billionen, Amazon bei 0,93, noch nicht im Club, war mal kurz im Club. Und dann Microsoft mit 1,268 Billionen. Wir haben Apple und Microsoft ja alleine deutlich mehr wert als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Wir sehen, dass er vor allem dafür verantwortlich ist, Trump und die Seinen. Jetzt hat der Fox nochmal ausdrücklich bestätigt, das, was Larry Kudlow kürzlich in einem Interview gesagt hat. Wir wollen eine weitere Steuersenkung. Hurra, ja, wir haben ja nur 23 Billionen an Schulden in den USA. Man will damit vor allem auch die Aktienmärkte nach oben bringen, will die Leute natürlich ein Stück weit bestechen. Das ist genau der Punkt, um den es jetzt hier geht. Und das Ganze soll dann finanziert werden durch die Fed eben offenkundig. Und wenn wir uns mal anschauen, wie es hier aussieht bei der Fed. Ich hatte gestern ja gesagt, dass die amerikanische Notenbank an einem einzigen Tag, nämlich gestern, so viel Liquidität in den Markt gepumpt hat, über 70 Milliarden Dollar, was der amerikanisch-chinesische Handelsdeal in einem ganzen Jahr ausmacht. Da sehen wir einfach mal die Relationen. Wir sehen hier den S&P 500 und wir sehen hier die Schuldenhebelung, die immer weiter nach oben geht. Die Fed ist es also, die faktisch diese Blase immer weiter antreibt. Das ist das große Problem. Und wir haben auf der anderen Seite eben einen immer größeren Anstieg von Unternehmen, die sich verschulden. Klar, wenn das Geld immer billiger wird, dann nehme ich Schulden auf. Diese Schulden wiederum kann ich nur zurückführen, wenn ich niedrige Zinsen habe. Sonst fliegt die ganze Geschichte in die Luft. Das weiß die Fed. Gleichwohl steigen jetzt eben hier die BBB-gerateten Anleihen von Unternehmen auf den höchsten Stand ever. Eine Explosion. Das ist praktisch die letzte Stufe vor Junk.
vor einer Einstufung von Junk, die dann die Profi-Investoren nicht mehr kaufen dürfen. Und hier sehen wir, was das Problem an dieser Verschuldung ist. Es ist schlichtweg so, dass das Wachstum darunter leidet. Hier sehen wir das Wachstum, hier sehen wir das Schuldenwachstum. Schuldenwachstum geht deutlich schneller voran als das Wirtschaftswachstum. Warum ist das so? Weil viele Dollars, die eigentlich in produktive Bereiche fließen könnten, eben für den Schuldendienst jetzt investiert werden müssen. Und das ist sozusagen das, was zukünftiges Wachstum verhindert. Genau das ist ja das Problem auch der Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen, die vor allem in den USA ja schon massive Höchststände erreicht haben. Ist ja schön und gut, wenn man die Anteilseigner etc. beschenkt. Das ist durchaus ja nett, aber es ist eben doch eine Anleihe auf die Zukunft, die man nimmt. Man verkonsumiert die Zukunft bereits in der Gegenwart. Das ist das grundsätzliche Problem, das wir sehen. Und wir haben, oder ich habe Ihnen hier mal einen Kommentar eines Kommentators auf Finanzmarktwelt zur Darstellung gebracht, den ich Ihnen mal vorlesen will, um die derzeitige Mentalität so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Der Markt ist so gesichert, Fedput, QE4, Trade Deal Phase 2, Steuersenkungen, der kann nicht mehr fallen. Das ist endlich mal eine Fahnenstange mit Substanz. Ich habe kaum Fahnenstangen mit Substanz gesehen in meinem Leben, by the way, meine Damen und Herren. Eine Freude, wie schnell dieser Markt steigt. Jeden Tag im Plus, der Fedput lässt einen so angenehm das Ganze genießen. Es gibt keine Korrekturen mehr, die zugelassen werden. Morgen nach dem Verfall, heute ist kleiner Verfall, zieht endlich der DAX Richtung Allzeithoch und drüber. Und bald kommen die Phase 2 Deal-Diskussionen. Bilanzen und Konjunkturdaten sind auch bisher sehr gut, wären aber auch egal, wer schaut noch auf Bewertungen, braucht keiner mehr. Das ist durchaus nicht ironisch gemeint, meine Damen und Herren, das ist ernst gemeint und zeigt eben, wie die Stimmung da ist, wie die Complacency ausgeprägt ist. Nichts kann mehr schiefgehen, es gibt keine Korrekturen mehr, alles ist gut, dieser Markt kann nicht mehr fallen. Und das Seltsame ist natürlich, dass diese Leute bisher Recht bekommen, aber auch wahrscheinlich aus den falschen Gründen. Jedenfalls zeigt das, was das im Hirn auslöste, dass eben die Investoren glauben, da kann gar nichts mehr passieren, es gibt keine Risiken mehr im Markt. Die Fed ist es, die sozusagen die Märkte zerstört, indem sie zum Beispiel am Repo-Markt aktiv ist. Würde sie sich daraus zurückziehen, dann ist dieser Markt, der so schwer manipuliert ist, der ist schon so stark von der Fed durchdrungen ist, praktisch nicht mehr wirklich funktionieren wahrscheinlich. Ähnliches gilt für die Aktienmärkte, wenn der Fed-Put weg wäre, könnte die ganze Geschichte sehr, sehr schwierig werden. Schauen wir auf die Dinge in den Charts, wie sie sich derzeit darstellen. Die sind von Capital.com, S&P 500 3320, Nasdaq gestern neues Allzeithoch 3127 aktuell. Wie gesagt, die asiatischen Märkte wenig verändert. Was wird der DAX aus der ganzen Geschichte zaubern? Wird jetzt vorbörslich auf über 13.500 Punkte getaxt, fehlen also noch knapp 100 zum Allzeithoch. Das wäre mal eine Schlagzeile heute. Wir sehen den Dow Jones, den ich nicht zeigen wollte, sondern ich wollte Euro-Dollar zeigen, 1.1137. Wir sehen Gold hält sich, 1.554 und Crude Oil, $58.55. Also die Fed ist faktisch ein Risiko, weil sie dazu führt, dass die Verschuldung immer mehr zunimmt, indem sie das Geld zu billig macht. Sie hat die Aktienmärkte gerettet. Und jetzt sehen wir nach besseren Konjunkturdaten, dass diese prozyklische Senkung, also diese proaktive Geldpolitik, ne, Hauptsache wir kürzen jetzt mal die, oder wir senken die Zinsen, damit wir eine Rezession vermeiden können, dass das vielleicht ein bisschen zu früh war. Wir sehen, dass die Fed eben jetzt diese Exzesse an den Märkten auslöst. Nicht nur an den Aktienmärkten, auch die Junk-Bond-Renditen fallen auf neue Allzeittiefs. Mithin ist also kein Risiko mehr erkennbar. Volatilität an den Devisenmärkten auf einem neuen Allzeittief. Man könnte die Aufzählung weiter fortführen. Das sind Dinge, die sozusagen dann irgendwann wieder repariert werden müssen. Und wie diese Reparatur aussehen soll, das entzieht sich meiner Kenntnis, meine Damen und Herren, und meiner Vorstellungskraft. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Freitag, der letzte Tag der Woche. Bis dann, der Handelswoche. Servus.